Core Gamer Production. Willkommen auf der Spieleseite der Macht. Hey you guys, willkommen zu Far Cry 2. Mein Name ist der Rockstar. Und in dieser Folge werden wir vieles erleben, hoffe ich mal. So, beim Medikamenten. Ach, scheiße. Müssen die jetzt auch noch helfen, ey. Jetzt könnte ich ein Vincio zu gut gebrauchen. Komm, wir suchen einfach eine auf Assassin's Creed zu machen. Seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Ich will nur den Ausgang hier finden, ey, scheiße. Oh, kacke. Wer legt die ganze Zeit diese scheiß Mörser nach? Das ist die bessere Frage, ey. Komm weg hier. Das war unser Unimog, scheiße. Müssen. In welche Richtung müssen wir? In dieser da oben, okay. Dramatische Musik. Haben wir nur keinen fahrbaren Untersatz, ey, das ist kacke. Huhn. Hey, fahr mal runter, Satz, wie geht's dir? Dass die Kameraden sich auch immer in die größte Dreckscheiße begeben, ne? Seht ihr was? Wo ist die Olle? Hä, wo ist die denn jetzt? Scheint auch komplett scheißegal zu sein. Komm. Oder? Ich will die eigentlich finden. Und dann noch mehr? Ey, ein bisschen rumballern, ne? Hier ist sie doch.
Aber die hat wohl nichts zu sagen, oder? Gar nicht schlecht. Sie haben die Nerven behalten. Ich bin hier noch ein bisschen beschäftigt. Wir sehen uns. Okay, mit ihr kann ich doch nicht interagieren. Das war ein bisschen enttäuschend. Egal. Dann verreck doch alleine hier. Ich nehme meinen blauen Buggy hier. Und ab zur nächsten Mission. Wuhu. Aber wir fahren auf jeden Fall zum nächsten Schnellreisepunkt erstmal. Ich habe keinen Bock. Ich krieg mich nicht, niemals! So, ab durch die Hecke mit meiner Waffe, mit meiner Karre. Mit die denn da, Mann. Okay, wir haben gut eingepackt. Muss ich uns lassen. Oben durch. Ist hier eine Schnellreise, Scheiß. Ah, hier. Oder? Das ist ein Waffenshop. Ist ein bisschen weiter vorne. Guck mal, der Scheiß wird auch nicht auf der Karte angezeigt. Wie beschissen ist das denn? Manchmal macht mich das Spiel einfach nur fertig hier. Mit Absicht bestimmt. Sauber und gut eingepackt. Dann schauen wir mal weiter, mit wem wir uns einlassen. Ich denke mal, jetzt müssen wir noch mit der APR. Also wir entscheiden ganz spontan. Ich will jetzt nicht sagen, wir gehören zu denen oder zu denen. Einfach spontan. Müsst ihr eh, glaube ich, beides machen. Von daher. Ich halte mich schon dran, keine Sorge, Jungs. Dann machen wir nochmal UFL, habe ich jetzt so gerade beschlossen. Weit genug. Keine Waffen, los, Arme hoch. Ich habe keine Waffen. Ich nahe da Waffen. Nix. Auch nicht, okay. Wie haben Sie das Zeug bloß gefunden? Spielt keine Rolle, trinken Sie. Aber so eine Flasche sieht man nicht jeden Tag. Zu Ihrem Glück haben sich alle meine Freunde verpisst, also kann ich sie nur noch mit Leuten wie Ihnen teilen.
Boys, sie sind ständig wütend. Es hört nie auf. Das mag ich so an ihnen. Okay, sind wohl fertig. Die Situation ist ernst. Wir müssen die Kämpfe unter Kontrolle kriegen. Ich möchte was Geschäftliches mit ihm besprechen. Wie wär's mit ein bisschen Arbeit? Unser kleines Paradies ist in Gefahr. Ein Einheimischer macht uns einen Haufen Ärger. Seth Unia ist Dozent, bringt der APR bei, selbstgebaute Bomben einzusetzen. Gefährliches Wissen. Sie hassen Professoren also auch? Hier die Steine. Töten Sie Unia im Polytechnikum. Fertig. Fertig? Okay. Komm, gib mir die Steine. Gib mir die Steine. Hey, ho, hey. Okay. Alles klar. Schaden an, okay? Jawohl. So. Ich nehme einen schönen Anruf wieder. Hey, bin da und da. Nein, ich brauche keine Hilfe, danke. Hey, aber wie wär's, wenn wir... Nein. Manchmal gehen mir die Leute echt auf die Nüsse. Was hat der denn da zu summen? Da sind wir. Nasrin hier. Bitte kommen Sie zur Müllkippe nördlich des Flugfeldes. Schnell. Nope. Danke. Was? Schieb den Arsch hier raus. Was? Hä? Was? Ich hab langsam die Schnauze voll. Wollen ein bisschen provozieren? Sollen wir mal die Waffenruhe hier stören? Mal so ein bisschen rumballern. Oh, ich hab dich im Visier. So. Wir müssen entweder im Polytechnikum, zum Polytechnikum gehen und Seth Junia in sein Büro drücken. Das werden wir auch machen. So als Attentäter. Dafür müssten wir in dieser Richtung. Okay. Ich habe mich schnell mal gefragt, kann man die wohl ausschießen? Schade. Erstmal die Waffenruhe stören. So, ist doch mal schön. Ach, Kacke. Ich meine auch Jeep wäre ein Sponsor gewesen von damals. Heute nicht, tut mir leid. Heute nicht. Kommt nicht hinterher, hoffe ich zumindest. Ich hoffe, er ist nah am Fenster. Weil es ist ein perfekter Sniper-Auftrag eigentlich.
In seinem verfickten Büro, ich sehe ihn nicht. Heck. Ich sehe auch keine seine Leute. Doch, da. Boah, viele Leute hat er wohl nicht. Lagerfeuer. Pass auf, sobald ich da runter gehe, ist die Hölle los. Na kommt. Put. Ich muss die nur rauslocken. Reicht doch. Gott, der ein Glück, ey. Aber viele Wachmänner hat er dann nicht. Er hat mich erwischt, okay. Ich denke mal, es ist auch Zeit runter zu gehen, weil sonst zieht sich das hier wieder. So, wo ist der? In einem seiner Büros, okay. Das hat sich falsch angehört gerade. Aber sowas war falsch. Naja, es sind hier keine richtigen Büros eigentlich. Na komm, wo bist du? Ich frag mich wirklich doch, wo der ist. Wo sind sie? Woher kommen die auf einmal alle? Boah, ein Schuss, ein Treffer. Ich dachte, ich könnte noch aus dem was rauslocken, aber schien nicht so. Okay, habe ich ihn getötet? Okay. So. Hier gibt es auch nichts Besonderes mehr. So, das musste einmal sein. Dann sagen wir auch an dieser sensationalen Stelle, see you guys. Seht das nächste Mal, wie es wohl weitergeht. Far Cry 2. Also, wollt ihr kein Video mehr verpassen, lasst ein Abo da. Und wenn euch das Video gefallen hat, teilen, Däumchen drunter. Und für alles andere sind die Kommentare below.